Rainer Renner und Philipp Ziereis, der eine Dauerläufer im LASK-Mittelfeld, der andere ein schwarz-weißer Verteidiger. Heute ein gebackenes Duo, zwischen dem es auch mal stauben darf, zumindest beim Fotoshooting für Hauptsponsor Backaldrin. Es war ganz lustig, ich habe sowas Ähnliches bei meinem vorigen Verein schon gemacht. Das ist immer ganz lustig mal. Ein bisschen lockerere Atmosphäre, nicht diese Standardfotos, wo man nur dasteht. Und deswegen macht das eigentlich dann auch Spaß. Ja, ist ein relativ cooles Shooting. Das ist, glaube ich, schon das fünfte Mal, was ich mitmachen darf. Es ist eben mit Mehl. Du hast die Action-Fotos mit Mehl. Da haben wir eben ein bisschen Mehl auf dem Bein, auf die Schuhe oben. Gibt einen guten Effekt. Das ist immer ein cooles Shooting. Und ja, jedes Jahr wieder ein cooles Erlebnis. Der Aufnahmeort direkt unter den Tribünen der Raiffeisen Arena. Das Setting. Ein schwarzer Hintergrund, Mehl, das man quasi fliegen sieht, genauso wie einen Fußball oder andere Sportgeräte. Das hat eine dynamische Wirkung. Das ist etwas, was man vielleicht noch nie so gesehen hat. Mehl ist die Basis für Brot und Gebäck. Seit der Steinzeit ist es Bestandteil unserer Nahrung. Einer der Klassiker beim Frühstück oder zur Jause ist der Kornspitz. Vor 40 Jahren von Backaldrin-Gründer Peter Augendoppler erfunden. Wenn man sich ausgewogen gesund ernährt, dann ist Brot oder Kohlenhydrate oder eben der Kornspitz, der unglaublich viele Ballaststoffe hat, ein wesentlicher Partner für eine ausgewogene, gute Ernährung. Und Brot ist einfach als Grundnahrungsmittel die Basis von vielen sportlichen und Spitzenleistungen, Höchstleistungen. Und Kornspitz ist halt eben der Sportprodukt, das Sportbotschafter bei uns. Und mit seinen vielen Ballaststoffen ist er der Grund oder die Basis für erfolgreiche Leistungen. Ich bin von klar auf mit Brot aufgewachsen, Oma, Opa, eigentlich hat es immer geheißen, um das Brot dazu essen. Ist eigentlich fast überall am Essen dabei. Aus diesem Mehl wird zwar nichts mehr gebacken, das ist aber nicht weiter schlimm. Denn es lebt weiter in Fotos mit LASK-Profis und Nachwuchskickern.